Zu unserem letzten Beitrag. Es war oft eine fantastische Welt, in die wir als Kinder durch unsere Märchen und Bilderbücher eingeführt wurden. Es mutet nicht weniger fantastisch an, wenn wir heute Zeichnungen oder Stiche von uns fremden Pflanzen und Lebewesen der Urzeit sehen. Lebewesen, die vor Jahrtausenden auf unserem Planeten existierten. Überdimensionierte Bäume und Tiere, die es längst nicht mehr gibt. Ich hätte bis vor wenigen Wochen nicht geglaubt, dass es möglich sein könnte, solche Pflanzen und Tiere aus Vorzeiten in unsere Wirklichkeit heute zu holen. Es ist machbar. Unser Bericht von Horst Klein-Heisterkamp zeigt, wie und wo das geschehen ist und welche... Guido Ebner und Heinz Schürch. Zwei Wissenschaftler des Bereichs Forschung und Entwicklung eines der 10 größten Chemiekonzerne der Welt. Das schweizerische Unternehmen verkauft chemische Produkte und Dienstleistungen in 3 Marktbereichen: Gesundheit, Landwirtschaft und Industrie. Es handelt sich wirklich um eine wissenschaftliche, das dürfen wir ruhiger so sagen, um eine wissenschaftliche Sensation, wo Sie heute den Schleier lüftet. Das ist bis jetzt unter Verschluss geblieben. Eine wissenschaftliche Sensation. Pflanzen so wachsen lassen, wie sie vor Jahrmillionen gewachsen sind. Also Pflanzen, die heute gar nicht mehr so wachsen, haben sie wieder können Jahrmillionen zurückverfolgen, wie haben die dort mal ausgesehen. Und auch da können wir das Geheimnis lüften. Das ist erfahren und an und für sich ist das ein gewöhnlicher Wurmfarm, wie jedermann kennt. Und Sporen von so einer Wurmfarm haben wir behandelt, wiederum im Elektrofeld. Und was rausgekommen ist, ist der. Ja. Und das ist also eine Pflanze, die jetzt in dem Jahrhundert und im Jahrtausend so noch nie gewachsen ist. Wir haben einen Hinweis darauf, ja. Denn es gibt solche Farben, die in versteinerter Form im Boden innen wieder gefunden werden. Mhm. Auf dem Bild sehen Sie so eine Farm und wenn Sie die Blätter anschauen, sehen Sie auch die Übereinstimmung einigermaßen. Aus einem Wurmfarn mit seinen gefiederten Blättern war ein Hirschzungenfarn mit rund zulaufenden, zungenartigen Blättern geworden. Einige Sibageige-Wissenschaftler nennen ihn Urfarn. Pflanzen aus vorgeschichtlicher Zeit, vielleicht aus der Zeit der Saurier, vielleicht auch aus der Zeit davor. Die Wissenschaftler können nur Vermutungen anstellen. Jedenfalls ist es ein Zeitsprung zurück in der Evolutionsgeschichte, mit Hilfe von Sporen unseres gemeinen Farns, also Fortpflanzungszellen aus der Jetztzeit, behandelt in einem elektrischen Feld, ausgeführt in den Forschungslabors des Basler Chemiekonzerns. Was vor 4 Jahren der Öffentlichkeit vorgeführt wurde, ist nur ein Teil der Versuche. Experimentiert wurde auch mit anderen Pflanzen, sogar mit Fischen. Hier Sibageige-Vorstandsmitglied Heimo Brunetti mit herkömmlichen Gewächsproben. Beispiel Mais. In den Schälchen Kunsterde und Wasser. Maiskörner werden eingelegt. Sibageige-Forscher Heinz Schürch bereitet einen Versuch vor. Statische Elektrofelder, Spannungsfelder, in denen kein Strom fließt. Es herrscht Gleichspannung von einem bis zu mehreren 10.000 Volt, je nach Versuchsanordnung. Was vielleicht Alchemisten vor Hunderten von Jahren erträumten, wird hier Wirklichkeit. Der gängigen Lehrmeinung zum Trotz. Eine Nobelpreisverdächtige Entdeckung. Für 3 Tage werden die Maiskörner in den luft- und wasserdicht verschlossenen Schälchen in das statische Elektrofeld gestellt. Danach wachsen die Keime wie jede andere Pflanze im Topf oder im Gewächshaus weiter. Das Ergebnis nach normaler Wachstumszeit... Da ist so ein Beispiel von so einem Mais. Und wenn Sie da anschauen, dann hat er als Besonderheit, dass da mehrere Kölbe, 5 Stück, auf einem Haufen wachsen, wo normalerweise bei einem Weizen nur ein Kolben wächst. Der Mais erinnert sich offensichtlich daran, wie er früher einmal beschaffen war. Keine Genmanipulation, keine Chemie. Vermutete Vorteile? Höhere Keimungsrate, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge und hartes Klima, keine Agrogifte. Mais heute. Eingesetzt werden Hybridsorten, also Mischlingssorten,
hochkultiviert und hochempfindlich, deren Samen nicht verwendet werden können. Das heißt, der Bauer muss sein Saatgut jedes Jahr neu kaufen, nicht nur für Mais. Die Saatgutproduktion wiederum wird von multinationalen Konzernen der Nahrungsmittel-, Agrochemie- und Mineralölindustrie beherrscht. Dieselben Konzerne, die auch Dünge, Pflanzenschutz und Unkrautvernichtungsmittel an den Landwirt verkaufen. Für die chemische Industrie ein Milliardengeschäft. Zum Beispiel auch mit den Sibagaigi-Mitteln Gardoprim, Dual und Anofex, eingesetzt unter anderem bei Silo- und Körnermais. Es ist die Chemie, die die Art und Weise der Landwirtschaft und der Ernährung bestimmt. Spätestens jetzt wird schlagartig klar, was die Sibagaigi-Versuche eigentlich bedeuten.